Hallo liebe Trader, hallo liebe Trading Community, ich sage mal ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch einen Trade vorstellen, beziehungsweise es sind zwei Trades, die ich in der Nvidia-Aktie machen konnte. Insgesamt konnte ich einen Gewinn realisieren von $8.800. Und bevor wir uns den Trades ansehen, möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen und mit euch gemeinsam über, ja, nennen wir es mal, das ein oder andere Problem zu sprechen, was viele Trading-Anfänger draußen definitiv haben. Und ja, das ist zum einen, dass sie keine Strategien nutzen, die wirklich getestet sind. Das heißt, sie haben auch keinen Vorteil, sie kennen ihren Vorteil dementsprechend auch nicht. Und zum anderen, ja, denken tatsächlich immer noch viele, dass sie mit klassischer Charttechnik und insbesondere auch dann angewandt im Daytrading langfristig erfolgreich sein können. Um euch das mal zu zeigen, schauen wir uns dann einfach jetzt mal direkt die Nvidia-Aktie an. Und wir versuchen hier mal mit Trendlinien, mit klassischer Charttechnik uns ja die Nvidia zu entschlüsseln und gucken mal, was wir da möglicherweise für Trades machen würden, wenn wir so vorgehen würden. Dazu möchte ich auch an der Stelle nochmal explizit erwähnen. Ich kenne persönlich keinen Trader, zumindest keinen, der seine Trades regelmäßig zeigt und der es über einen längeren Zeitraum macht, der mit Charttechnik vor allen Dingen kurzfristig in Daytrading erfolgreich geworden ist. Ja, den gibt es wahrscheinlich auch nicht. Denn natürlich kann man auf kurzfristiger Basis, ja, vielleicht über ein, zwei Wochen oder Monate, mal erfolgreich sein, aber es wird nicht möglich sein, damit konstant nachhaltige Performance abzuliefern. Und ja, was entscheidet, ob man ein erfolgreicher Trader ist, dass man über einen längeren Zeitraum nachweisen kann, dass man erfolgreich handelt. Wer dazu nochmal einen Einblick haben möchte, ich habe vor 3 Wochen ein Video gemacht, wo ich meinen Performance transparent gezeigt habe. Hier nochmal die Empfehlung, das auf unserem YouTube-Kanal sich dementsprechend nochmal anzusehen. Aber kommen wir jetzt zum Trade, den ich hier in der Nvidia gemacht habe. Und ja, ihr seht ja jetzt beispielsweise die Nvidia-Aktie an dem Tag, als ich sie getradet habe, haben wir hier einen richtig schönen Short-Verlauf. Ja? Und jetzt kommen die Charttechniker und zeichnen sich ihre Linien ein. Ja? Denn sie versuchen ja, das willkürliche Chaos hier am Markt für sie verständlich zu machen. Und in der Tat, ich denke, ihr gebt mir recht, das ist eine sehr, 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 sehr schöne Trendlinie, die wir haben, die wahrscheinlich jeder von uns auch erstmal so eingezeichnet hat. Dann ist es manchmal nicht ganz so einfach. Ja? Es ist sehr, sehr subjektiv. Das heißt also, vielleicht noch eine kurze Geschichte. Als ich damals angefangen habe, ist mir auch die Charttechnik als das Tool der Wahl vorgestellt worden. Ich habe das damals mit einem Kollegen gemacht und wir sind immer zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Und ich wollte eigentlich schon damals mit dem Traden aufhören, weil ich dachte, okay, das alles ist so subjektiv. Wir haben komplett unterschiedliche Analysen. Wie wollen wir so nachhaltig konstant gewinnen, ja, und damit erfolgreich werden? Das kann ja so alles nicht funktionieren. Und um das noch besser vielleicht zu unterstreichen, selbst wenn ich jetzt Folgendes machen würde, ich nehme jetzt einfach mal einen Stift und ich zeichne hier völlig willkürlich irgendwas ein. Ja, ist jetzt absolut nicht schön, aber es geht nur darum, das Ganze mal zu illustrieren und zu demonstrieren. Und wir nehmen uns jetzt hier wieder unser Zeichentool. Dann könnten wir hier direkt mal eine Linie ansetzen, ja, für den Trend. Dann, ja, sagen wir, hier ist eine Trendlinie. Und auch, ja, das habe ich jetzt zugegebenermaßen extrem schlecht gezeichnet. Aber sagen wir mal, hier ist noch eine Trendlinie. So. Und jetzt wird das Ganze ja schon ein bisschen übersichtlicher. Jetzt könnte man sagen, okay, wir hätten Geld verdient, wären wir hier long gegangen. Nehmen wir mal eine andere Farbe. Wir hätten Geld verdient, wenn wir hier geschortet hätten, hier geschortet hätten, hier geschortet hätten, hier geschortet hätten. Ja, hier Geld verdient, wenn wir hier long gegangen wären. Das Problem ist alles nur, dass das nun mal Informationen sind, die auf der Vergangenheit beruhen. Und im Nachhinein, wenn man sich den Chart im Ganzen anguckt, kann man natürlich immer schön sagen, ja, da hätte ich das und das gemacht. Unsere Aufgabe als Trader ist es aber, die Zukunft zu traden. Und ja, um die Zukunft im Markt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen zu können,
braucht man andere Tools. Ja, ich brauche einen Einblick in Angebot und Nachfrage. Ja, ich muss sehen, okay, wo positionieren sich große Marktteilnehmer, sprich Banken und Hedgefonds im Markt? Denn eine Sache ist sicher, ja, wir, auch ich nicht, wir bewegen den Markt nicht. Ja, das heißt, der Markt, der wird von ganz anderen Spielern bewegt. Und unsere Aufgabe als Trader ist es, uns mit diesen Spielern zu positionieren. Ja, denn dann haben wir einen Vorteil. Dann können wir sagen, okay, jetzt ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Markt die und die Richtung macht. Und genau das habe ich hier in der Nvidia-Aktie gemacht. Mein Einstieg, mein erster Einstieg in die Short-Richtung, der war hier auf diesem Preisniveau. Zeige ich euch gleich noch. Ich habe noch einen Mitschnitt von dem Trade. Und ja, zum späteren Zeitpunkt bin ich auch noch mal eingestiegen. Das war dann in die Long-Richtung, weil sich dann die ganze Struktur, die ganze Marktlage geändert hat. Wir schauen uns jetzt erstmal die Aktie hier im weiteren Verlauf an. Ich bin jetzt hier gerade im sogenannten Replay-Mode. Ich lasse das Ganze hier mal weiterlaufen. Und wir schauen erstmal, okay, wie hätte jetzt denn hier unsere Trendlinie funktioniert? Okay. Ihr seht, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie short eingestiegen wäre, dann hätte ich auf gut Deutsch gesagt, mittlerweile wahrscheinlich den Trade beendet und hätte hier einen Verlust realisiert. Dann, und das ist auch nochmal ganz wichtig, um langfristig konstant und nachhaltig zu traden, ist unsere Aufgabe als Trader, uns mit dem geringsten Risiko zu positionieren, was wir irgendwie finden können und nach Möglichkeit dann auch von einer großen Bewegung zu profitieren. Das Risiko, was ich hier hatte in dem Trade, das war sehr, sehr überschaubar. Ja? Das heißt, meine Stop-Setzung, die war sehr, sehr minimal. Ja? Mein Stop, der saß in dem Bereich, hier war mein Einstieg und die mögliche Strecke, die hier resultiert ist, die war, ja, die war ordentlich, was ich da mitnehmen konnte. Und es hat nichts mit der reinen Markttechnik zu tun. Ja. Ihr werdet auch gleich noch in dem Trade sehen, dass ich hier eine Menge verpasst habe. Ja. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass es tatsächlich klingt auch ein bisschen doof, aber ich bin davon ausgegangen, dass es hier noch um einiges weitergeht. Habe dementsprechend auch dem Markt eine Menge Platz gelassen. Im Nachhinein war das nicht die allerbeste Entscheidung, aber auch das werde ich euch gleich noch zeigen. Trotzdem konnte ich in dem ersten Trade schon 5.000 realisieren. Hier bin ich ausgestoppt worden mit einer Teilposition. Die andere habe ich dann Break-Even zugemacht. Das heißt, völlig zugegebenermaßen habe ich diese Short-Bewegung absolut nicht perfekt gemanagt. Ja, das möchte ich an der Stelle auch mal erwähnen und euch auch mal so einen Trade zeigen. Denn normalerweise, wer viele Trades von mir schon gesehen hat, kriege ich das schon sehr, sehr gut hin, auch vom Management die Dinger an den Extrempunkten, ja, dann auch dementsprechend wieder zuzumachen. Denn es ist ja genau das Gleiche. Ja? Wenn ich jetzt im Trade bin, dann schaue ich mir natürlich auch an, okay, wo nehmen große Marktteilnehmer Gewinne mit? Ja? Wo positionieren sich wieder neue Player, die das Spiel wieder in die andere Richtung lenken können? Und das war auch hier unten der Fall. Und hier unten wäre auch im Nachhinein natürlich die beste Möglichkeit gewesen, den Trade wieder zuzumachen. Also können wir an der Stelle festhalten, der Einstieg, der ist mir sehr, sehr gut gelungen mit den richtigen Tools. Das Management in den Trade, das war im Nachhinein betrachtet nicht perfekt. So, dann lasse ich den Markt mal weiterlaufen und wir sehen auch hier wieder, Markt läuft jetzt nach oben, also der Trend hat sich geändert und jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit gegangen, deswegen schneide ich das hier nochmal ab, um euch zu zeigen, wie sehr wir hier wieder mit einer Trendlinie aufs Pünktchen Pünktchen gefallen wären. Also hier denke ich es offensichtlich zu erkennen, dass wir hier auf jeden Fall eine Trendlinie einzeichnen können. Ja, also hier, der Markt läuft in einen schönen Trend nach oben. Ihr habt es ja schon gesehen. Trendlinie hätte auch hier wieder nicht gehalten. Und auch hier wären wir wieder aus dem Trade rausgeflogen. Ja, den zweiten Trade, den ich gemacht habe, da habe ich mich positioniert, bevor dieser ganze Trend hier losging. Nämlich mein Einstieg, der war hier. Und was ich hier gesehen habe, das werde ich euch gleich noch erklären, wenn wir uns den Trade nochmal im Chart ansehen, denn ich habe hier von Screenshot gemacht, wie hier mein Einstieg aussah. Und ja, die Position habe ich dann gehalten bis 4,39, also gar nicht mal die gesamte Bewegung, aber darum geht es auch nicht. Ja, die Aufgabe als Trader, vor allen Dingen als Daytrader, ist es, sich mit dem geringsten Risiko, wie eben schon mal gesagt, zu positionieren und dann mir eine gewisse Bewegung aus dem Markt rauszuschalten. Und das halt täglich. Ein weiteres Tool, was viele nutzen und was auch oft ja, in einigen Videos immer wieder gezeigt wird, das ist der RSI-Indikator. Hier sehen wir
unter dem Bereich von 20, ja, sowas immer dargestellt. Das sind gute Kaufgelegenheiten. Wenn wir hier oben an die 80 rankommen, dann sollten wir uns nach Verkaufsmöglichkeiten umsehen. Und ihr seht ja hier, der Markt lief die ganze Zeit nach unten. Hier ist der Markt ständig in dem Bereich, wo gekauft werden soll. Das heißt, auch in dem Moment, wo ich hier eingestiegen bin, zeigt mir Indikator natürlich an, ich soll mich hier umsehen nach möglichen Kaufgelegenheiten. Und ihr seht ja dann, mit welchem Momentum hier der Markt weiter nach unten gelaufen ist. Also auch das können wir mehr oder weniger, entschuldigt den Ausdruck, in der Regel so nicht benutzen und einfach in die Tonne kloppen. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir schauen uns jetzt einmal meinen ersten Trade an. Dazu lasse ich das Video einmal ablaufen. Hier sehe ich, was wird tatsächlich im Markt gehandelt. Ja, was wird gekauft und was wird verkauft. Und letztendlich geht es im Traden immer darum, dass wir wissen, okay, an dem Preis ist das Interesse im Markt von Käufern so hoch. Ja? An dem Preis das Interesse von Verkäufern so hoch. Ja? Und das versucht man ins Verhältnis zu setzen. Im Prinzip ist es genauso wie beim täglichen Handel mit anderen Produkten, geht es hier auch im Aktientrading nur darum, wie ist Angebot und Nachfrage gerade im Markt organisiert. Und das gilt es halt zu interpretieren. Und dafür brauche ich Tools, ja, wie zum Beispiel das, was auf der linken Seite seht, dann aber auch in der Mitte bekomme ich halt einen ausführlichen Einblick, ja, wie ist das Angebot und die Nachfrage auf den einzelnen Preisen in der möglichen Zukunft. Ja? Also wie ist es beispielsweise, wenn wir jetzt hier gegenwärtig auf der 433 unterwegs sind, wie ist es auf der 437, ja? Oder wie ist es aktuell auf der 430? Auch das kann mir für die Zukunft einen Clou geben, in welche Richtung sich der Markt langfristig bewegen könnte. Wir haben jetzt diesen Trade schon besprochen. Ich werde euch jetzt gleich nochmal den letzten Einstieg zeigen, wo ich long gegangen bin. So, dann bin ich hier long eingestiegen. Ja? Das heißt, mit extrem geringem Risiko. Der Hintergrund hier von dem Einstieg war folgender. Hier auf der 434, da lag ein großer Player. Der wollte long gehen. Ja? Der wollte hier richtig, richtig viele Aktien kaufen. Ein Teil dieser Aktien hat er auch gefüllt bekommen. Das bedeutet, hier haben Verkäufer seine Position gefüllt. Aber er hat hier nicht alles unterbekommen, was er unterbekommen wollte. Und hat dann auch gemerkt, okay, ich bekomme nicht wirklich das unter, was ich handeln möchte. Und ich konnte dann feststellen, dass sich das Ganze gezwitscht hat. Ja? Also er ist dann Market reingegangen in Form von großen Market Buy Order. Und diese große Market Buy Order, die war dann der Grund, warum ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich hier auch long mit diesem geringen Risiko. Und ihr seht dann, ich habe den Trade bis zur 439 gehalten. Ich sehe dann auch hier auf der 439, wenn wir uns nochmal den linken Bildschirm angucken, dass hier richtig viel verkauft wurde. Und das war dann der Grund, warum ich dann auch aggressiv mit meinem Stop hinterhergerutscht bin und dann auch geguckt habe, dass ich hier die Gewinne glatt stelle. Und ja, mit dem zweiten Trade konnte ich nochmal knapp 3,5 realisieren. Insgesamt ist dann ein Ergebnis dabei rumgekommen von 8.800 Dollar. So, das soll es gewesen sein mit der heutigen Trade-Vorstellung. An der Stelle nochmal, ja, ihr seht ja, dass ich hier das Ganze aufnehme im Büro bei Heldenthal. Ja, bei Heldenthal dürft ihr das Traden lernen und ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, aus meiner Sicht das Entscheidende ist die Ausbildung, ja, denn eine vernünftige Ausbildung zahlt langfristig die besten Zinsen. Bedeutet also, ich hatte die Möglichkeit, hier das Traden zu lernen und auch nach 6 Jahren kann ich sagen, nach all dem, was ich bisher gesehen habe, was angeboten wird, habt ihr hier die besten Möglichkeiten, das Trading professionell zu lernen. Wer es also wirklich ernst meint, dem empfehle ich definitiv, sich mal auf unserer Webseite www.karriere.heldenthal.com mal genau umzusehen. Vielleicht lernen wir uns ja dann auch schon bald mal persönlich kennen. Und dann sage ich, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Natürlich nicht vergessen, das Video zu liken, Kommentare reinzuschreiben. Dann bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao, ciao.